Jo, was geht? Neues Video. Ich darf euch heute aus Amsterdam, aus dem wunderschönen Hallenbad begrüßen. Wir starten direkt rein mit der Spin-to-Win-Challenge. Die Jungs sind auf dem Dreier, müssen ordentlich Gas geben. So wie ich das verstanden habe, gewinnt der oder diejenige mit den meisten Flips. Also einfach mal ordentlich durchdrehen. Den Favoriten kann ich euch gar keinen sagen, denn wir haben unglaublich viele Top-Athleten hier am Start. Grüezi, meine Schatzen. Ich bin mir sicher, wir werden den einen oder anderen Quatsch sehen. Schauen wir uns mal an. Wir haben gerade erfahren, wenn man verfehlt und keinen Double macht, ist man raus. Ich bin traurig. Für mich war das mit der Amsterdam. Das war's für mich. Was sagst du? Hier? Mann, habe ich seit einem halben Jahr nichts mehr gemacht, je länger. Ich hab so viel Bums eingegeben. Ich hab wieder gewusst, wo ich bin. Wenn ich das richtig verstanden habe, will Dario jetzt 4,5 vorwärts machen. Geisteskrank. Alter, was war das denn eine Hocke? Ich hab mein rechtes Bein gar nicht in der Hand gehabt. Geisteskranker Start. Meinst du, das toppen wir nochmal? Bin ich gespannt, vielleicht mit Schrauben. Wir haben hier auf jeden Fall hohes Potenzial, krasse Springer am Start. Ich denke, da werden wir noch das ein oder andere Highlight sehen. Gleich direkt weiter, die nächste Competition, diesmal vom 1er. Single Flip mit den meisten Schrauben, schauen wir mal, was hier abgeliefert wird. Aktuell 2,5 Schrauben, so das höchste der Gefühle. Ich denke, da geht noch was. Maximal 4, 4,5 wäre schon crazy. Ich glaube wirklich, bei 4 ist dann Schluss. Wir sind schon mal bei 3,5 angekommen, aber ich denke, da geht immer noch ein bisschen mehr. Der war sehr gut. Bist du verliebt? Nein. Warum bist du rot? Bin ich nicht. Ich bin rot, weil ich jetzt einen Schleudertraumhaar von 10 mache. So sehen Sieger aus. Let's go! Der zweiten Competition ist aus sie geworden, absolut verdient, hat er mächtig rausgehauen. Jetzt gehen wir auf 10, denn wir haben oben Mini-Tramp. Wir werden gleich von Tim seinen ersten Schleudertraumahara sehen. Ich glaube, den schafft er. Also ich mache jetzt meinen ersten Schleudertraumahara überhaupt von 10 mit Mini-Tramp. Habe jetzt ein paar Schleudertrauma, also Full Half von 10 mit Mini-Tramp gemacht und von 1 ein paar. Jetzt schaue ich, dass da die Spannung alles gut geht und dann machen wir den. Das ist etwa eine Kamera. Den machen wir gleich nochmal. Ich finde den schön. Alter. Also, den machen wir gleich nochmal. Ich mach jetzt Schleudertrauma Hara. Nochmal, den machen wir gleich nochmal. Was? Also, der hat sich besser angefühlt, ja. Für die POV gerne Ossinosch15 abonnieren auf Instagram. Ein krasser Trick nach dem anderen. Wir haben schon die nächste Competition, sind wieder etliche Leute auf dem Turm. 2 Runden von der Plattform und im Anschluss für alle die weiterkommen, geht's ins Finale, eine Runde Tramp Diving. Ich glaube, da wird ordentlich rausgeballert. Voll reinzuziehen. Den machen wir gleich nochmal. Auf gar keinen Fall. Ich hab mir
mir Alex seinen Quad-Bag angeschaut und dachte mir, ich mache was Leichteres, bevor sowas passiert. Aber ich bin zufrieden. Alex wahrscheinlich nicht. Amsterdam Jam, ich war dabei. Zwei Wettkampfrunden absolviert, jetzt wird es Zeit fürs Minitramp. Sind irgendwelche ausgeschieden? Nicht, oder? Es kann keiner ausscheiden. Ah, es scheidet wohl doch keiner aus. Ich wurde belehrt. 3, 2, 1, 7! Ich leg mich jetzt auf die Fresse. Doppelschleuder Traumahara. 4 Saltos, also ein 4-fach Vorwärtssalto. 4-fach Vorwärtssalto mit einer Schraube im ersten Salto und einer halben im zweiten. Das war geisteskrank, ich drücke dir die Daumen, Alex. Dankeschön, mein Liebster. Was? Ja, Junge! Was ein scheiß Biest, Alter. Unglaublich, was sehen wir hier? Ein Quad nach dem anderen. Was war da los? Nummer geklärt? Ja, klar. Bist du zufrieden? Ja, der hat nicht wehgetan, also ist alles gut gegangen. Die alte Generation, die kannst du vergessen, die neue ist da und die bringt's. Ich fühle mich bei der Aussage persönlich angegriffen, aber irgendwo stimme ich ihm auch zu. Competition rum, ich würde sagen, ich bin wirklich gespannt, wer das Ding gerockt hat. Ich bin auch gespannt, waren richtig, richtig krasse Sprünge dabei. Dazu wie unser Boy hier, Alex. Hallo. Hat glaub, den krassesten Sprung ever gemacht vom 10er mit Minitrim. Doppel-Schleuder-Traumahara. Nicht normal. Die Hallenbad-Session neigt sich dem Ende. Jetzt gibt's noch die Siegerehrung für die letzte Competition. Jan, du bist ein Gewinner! Ich weiß es auch nicht. Wow! Yo, was geht? Neues Video. Heute aus Amsterdam. Wir übernehmen den Kanal. Wir sind die neue Generation. Hallo, ich heiße auch Bene. Es wird insane. Richtig insane. Last watch. Wir sind jetzt in der Turnhalle hier in Amsterdam. Tricken jetzt ein bisschen und nehmen euch mit. Flip, Spitz, Flip. Und eins, und zwei, und drei. Ja, ja. Bivo, bivo! Bobber Kurva. Das Verfahren ein bisschen rumspringen. Wir haben Alex dabei. Alex übertreibt gerne. Makine. Zeig uns mal deinen Lieblingstrick hier am Floor. Bier! Das war mein bester Trick. Zeig mal den View da. Ich bekomme schon Bart, das schneidest du aber nicht rein, sonst gibt's Ärger. Ich habe hier auch ein schönes Plätzchen gefunden. Ich bin nämlich sehr erschöpft. Ich auch. Kannst du da den Ton rausschneiden? Er spielt hier das Fußball-Toe. Ja, klar, siehst man doch. Wir haben zwei Teams, einmal mit Kreuzchen, einmal mit Kreis. Wir haben so ein Feld, schaut aus wie ein Hashtag eigentlich, und du musst dreimal in einer Folge, in einer Reihe haben, entweder horizontal, diagonal oder so halt, ich weiß nicht, wie das heißt. Das war das Spiel. Ja, es kommt ganz gut. Das ist voll hart. Aua. Der Noah hat heute Geburtstag. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Noah. Happy Birthday. Fresse geflogen. Oh mein Gott, mit diesem wunderschönen Anblick beenden wir jetzt das schöne Video. Haut rein! Haut rein!